Hallo und herzlich willkommen zurück bei Diablo 3 und wir sind hier so, ja, was ist das hier? Agonie, hier den Feld, wir müssen zur Folterkammer. Betretet die zweite Ebene der Das Halle der Böse Agonie. versteckt sich hier nicht. Alter. Heftig. Alter, was ist denn das? Ein würdiger Gegner. Ist immer noch schwer und wir können nicht erhöhen. Gegen einzelne Gegner haben wir auch eigentlich kein Problem, finde ich. Eine Hand. Naja, Zähigkeit, Erholung. Das hat schon ein bisschen mehr drauf. 43 maximales Mana. Getötete Gegner gewähren plus 13. Lass uns mal das nehmen. Feuerschaden, Intelligenz haben wir auch. Wir haben zwar Einbußen im Schaden, aber das andere ist eigentlich top. Jetzt haben wir noch auf der ersten Seite was. Aber ich kann jetzt nicht. Nee, ich brauche ein Schild oder was? Oder so ein Mojo oder wie das hieß. Oh, ich habe noch mein Ton hier an. Können wir irgendwie die Socke raufpacken hier? Geht nicht. Warum denn nicht? Aber der wäre doch schon wieder. Getötete Gegner plus 16. Seelenernte bis zu 10 Mal. Was ist denn Seelenernte? Das ist natürlich jetzt noch besser, ja. Erholung besser, Zähigkeit ein bisschen weniger. Wisst ihr was, dann nehmen wir doch das wieder. Bin mir da ein bisschen unsicher. Bestimmt macht der Butter wieder alles falsch. Was sind das hier? Neue Fähigkeiten. Oh, hier auf 30 haben wir was Neues. Was haben wir denn hier? Gefäß für den Geist. Wenn ihr das nächste Mal tödlichen Schaden erleidet, geht ihr automatisch 2 Sekunden lang in die Geisterwelt über. Dort werdet ihr um 50% eures maximalen Lebens geheilt. Dieser Effekt kann nur einmal alle 60 Sekunden auftreten, wenn ihr das nächste Mal tödlichen Schaden erleidet. Also wir müssen dann nicht. Okay. Wenn einer eurer Zauber einen Gegner trifft, besteht eine Chance von bis zu 15%, dass ein dolchtragender Fetisch beschworen wird, der 60 Sekunden lang an eurer Seite kämpft. Die Bewohner des ungeformten Landes sind boshaft und werden von Macht angezogen. Sie versuchen ständig in unsere Welt einzudringen, sind aber zu launisch, um lange zu bleiben. Was steht hier noch? Jeder muss einmal sterben. Manchmal jedoch müssen wir zurückkehren, um zu beenden, was wir angefangen haben. Na, das ist natürlich. Ich nehme erstmal den Opportunisten. Hört sich erstmal. Was haben wir hier? Das ist noch was anderes. Sämtlich verursachen wird um 20 Jahre. Ach so, das hatten wir ja schon. Hier haben wir. Okay. Heiko-Stellen. Naja, das brauchen wir nicht. So. Okay, annehmen. Dann haben wir hier noch was. Todesfall? Ja, ist auf 32. Der Koloss. Fetisch. Beschwört eine Armee dolchtragender Fetische. Würde ich gerne mal nehmen hier. Was ist denn, wenn ich jetzt 4 drücke? Bleiben die denn? Die bleiben doch bestimmt, oder? Alter, was ist das denn? Alter, die haben Segen. Die haben Segen in der Hand. Oh, wie toll ist das denn? Hör mal. Alter, was ist das denn? Ja, komm, Bruder, lass doch andere kämpfen für dich. Natürlich.
Aber die halten nicht aus. Alter. Und dann die Abklingzeit ist dann schon hoch. Vor allen Dingen, wie rot das hier ist, ja. Jetzt sind es schon wieder drei. Hä? Ton hier so leise. Alter, die werden ja mal mehr. Warum werden die immer mehr? Alter, das sind schon Achte. Ich bin überzeugt, dass eine übelwollende Macht sich bemüht, mir die Kontrolle über meine Gedanken zu entreißen. Stimmen befehlen mir entsetzliche Handlungen. Manchmal scheine ich die Gewalt über meinen Körper zu verlieren. Lazarus weiß Bescheid, so viel ist klar. Er blickt mich auf seltsame Art an, wenn er mich abgelenkt wähnt. Ach, die werden jetzt immer weniger. Ach so. Die müssen kämpfen, um mehr zu werden, oder was? Mal da raus, da. Für meine Erlösung! Gefällt mir gar nicht. Oh, was sind das für einer da? Noch nicht da. Alter, die sind cool, sind die. Die fallen mir richtig. Frage ist ja nur, wie die mehr werden jetzt. Warum wird denn. Da kommen ja immer mehr raus da. Ja, die werden auch mehr. Aber Freunde, ich bin, glaube ich, hier auf dem richtigen Weg. Ich würde jetzt dann nochmal zurückgehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Das ruckelt ein bisschen, ja. Also bewegen tut sie jetzt nicht. Ruckelt einfach nur. Aber es sieht jedenfalls so ruckelig aus. Das Bild an sich, die Figuren laufen flüssig, so wie das aussieht. Hier können wir auch noch lang. Da werden wir, wenn wir zurückkommen, den Weg nochmal lang laufen. Alter, wie? Mal bei aller Schönheit, die. Der hat doch nicht wirklich so einen Keller hier gehabt. Also ich denke mal, das Rote ist doch vielleicht
Weil das mal irgendwann so war. Ach, die sind jetzt weg. Die muss ich jetzt beschwören. Okay. So, hier haben wir alles. Oh, was ist denn hier drin? Was ein Pit? Alter, diese Folge. Als ich jung war, hörte ich Geschichten über den Sturz König Leorix. Aber es mit eigenen Augen zu sehen, das ist etwas ganz anderes. Oh. Auch wenn meine Berater mich bitten, die Entscheidung rückgängig zu machen, ich werde die Hinrichtungen der Verschwörer durchführen. Vielleicht sorgen sie sich bereits, dass ich als nächstes sie ins Auge fasse und ihre ruchlosen, verräterischen Pläne aufdecken werde. Nur Lazarus kann ich noch trauen. Ich kehre in die Stadt zurück. Jawohl. Zeugs verscherbeln. Alter Lea, wenn du wüsstest, was da los ist. Übrigens, sind meine Freunde da. War das jetzt so Mojo? Verdammt. Kann ich den jetzt hier... Ja, siehst du, den Mojo kann ich hier aufpacken. Da habe ich erstmal Mojo drin hier. Jo, zack. 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 Das brauchen wir nicht. Warte mal, ich mache erstmal die ganze Crap hier. Was ist denn hier Crap? Das Crap, das Crap. Oh, der Ring ist schon mal besser als der blaue, den wir jetzt da dran haben. Ah, hier ist noch ein... Nehmen wir doch den hier. Dann können wir die beiden Ringe verscherbeln. Seltenes Amulett brauchen wir eigentlich nicht. So, das war jetzt die Waffe vom Hexendoktor und kann jetzt weg. Hier ist noch weg, 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 weg. 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 Das brauchen wir alles nicht. Warte mal, hier haben wir jetzt, hier könnten wir eigentlich austauschen. Das betet gelb. Dann brauchen wir bloß tötete Gegner. 11, 69. Ja, das tauschen wir mal aus. Denn wenn wir den noch. Der kann weg. So, was haben wir denn hier, wenn ich jetzt eine Klamotte. Sonst 10 Intelligenz plus 10 Stärke. Und was war hier drin? Widerstand. Machen wir mal den hier. So, Reparaturen. Ja. Alle Gegenstände. Herstellen. Gegenstände wiederverwerten. Gut. So, dann können wir den ja mitnehmen hier. Also, weiter geht's. Weiter geht's. In den unteren Etagen, in der Agonie von König Leorix. Leorix. So, dann gucken wir erstmal hier lang. Warte ich aber, ich meine, ich finde die ja jetzt so toll, die kleinen Dinger, aber Zombie und Beschweren, Fetische, Koloss.
Der ist ja dann doch besser, weil der will ja jetzt hier in Rage geraten und das würde ich jetzt gerne einfach mal ausprobieren. Ja, lass den da langlaufen, dann macht er das doch kaputt. Ich sehe nichts. Keine Ahnung, gegen wen die hier kämpfen. Alter, das geht ab hier. Alter, was denn? WTF. Was ist das? Naja. Aber die sind doch da. Da ist so eine Waffen hier, wisst ihr? Alter, wie das aussieht hier, ja. Ach, hier ist jetzt die zweite Seite. Na, tolle Wurst. Also wieder zurück. Verdammt. Da kommen wir nicht rein, ne. So, dann müssen wir nachher nochmal hier lang. Aber das hat jetzt nicht wirklich Schaden gemacht. Dann kriegen wir wieder den. Verpasse hier immer die Dorfbewohner irgendwie. Sieht so abgefahren hier aus, ja. Diese kleinen Gegner da, die da rauskommen, die halten voll auf. Vor allen Dingen, weil sie mal nicht mit eben mal rauskommen. Sondern einfach mal so kleckerweise rausgekackt kommen. So. Was, das war's? Ach Quatsch, hör auf jetzt. Das war's, deswegen bin ich zurückgekommen. Oh. Angeschissen. Naja, kann man ja nicht. Kann man vorher ja nicht wissen. Das sind schon mal zwei, die da rumpimmeln. Von den kleinen Wuseldinge. En garde! Edgar ist natürlich die coolste Socke von allen, ja. Gerade gegen Elite-Gegner ist er ja. Ist ein Teil des Lebens. Wer lebt, der fürchtet sich auch. Einfach durchgerannt, fertig. Der Lachs. Kann ich das noch kaputt machen hier? Nee. So, dann wollen wir mal runtergehen, wa? Yeah. Euch zum Hochlandpass. Ja.
Vor allen Dingen begebt euch zum Hochlandpass. Was heißt das jetzt? Alter, solange die nicht sterben, haben die richtig die Arschkarte hier. Braucht mehr Zeit. Geht doch schon wieder, warte mal. Ach, wir sind schon wieder auf dem richtigen Weg hier. Ach Mann, ey. Ja, ist auch immer so schwer, die Wege hier versuchen irgendwie nachzuvollziehen, wo... Oh, nee, nicht da. Was ist denn hier los? Er da auch noch. Mein Geist wächst unermessen. Was ist denn hier los? Das ist ja der Loot-Wahnsinn. Gib mir die Loot, dann kriegt ihr mal das hier an hier. Alter, was? Wir können doch gleich wieder in die Stadt gehen. Oh, was ist denn da? Was ist das für eine Truhe? Ich brauche diese Truhe. Das ist ja auch hier. Tut bestimmt nicht gut, aber gut, was will man machen? Warte mal, geht hier runter. Bringt das was, wenn wir hier runter gehen? Rein gar nichts. Oder uns das jetzt hier nicht so allzu weh tut? Warte mal, hier kommen wir nicht weiter. Was ist das da? Ah, da geht eine Treppe nach unten. Kommen wir da hin, wo ich hin will. Nennen hier. Los, wir wollen weiter nach unten. Hier ist die Truhe, da ist die Truhe. Oh ja. Oh ja. Truhen. Oh, noch ein Buch. Ich habe endlich den dunklen Einfluss abgeschüttelt, der mich überwältigen wollte. Und sehe die Dinge nun vollständig klar. Diese Verschwörung der anmaßenden Dorfbewohner, die mich durch Albrechts Entführung schwächen wollten, wird Konsequenzen haben. Vielleicht werden sie vernünftig,
wenn sie die Köpfe ihrer Frauen und Kinder auf Spießen sehen. Alter, echt jetzt? Das ist doch nicht in seinen fucking Ernst. Ah, wir sind wieder am Anfang hier. Hier wollte ich doch hin. Da weiter zu gehen. Und zack, wieder hier, Zackgasse. Alter, wie groß das hier ist, ja. Hier ist ein Speicherpunkt. Nee, wie heißt das hier? Ein Wegpunkt. Fletscht und splatscht und macht und tut hier. Voll heftig. Hier haben wir alles durch. Ja, hier haben wir alles durch. Dann können wir erstmal den hier nehmen. Brauchen ist erstmal nebensächlich. Naja, lass ihn mal erstmal da machen. Kommen da gleich die nächsten hier raus, wa? Nee. Gott sei Dank, ey. So, haben wir jetzt hier alles? Ach, so weit sind wir ja nicht weg von dem Punkt, wo ich vorhin war. Gott sei Dank. Edgar, du musst aufpassen. Voll der Trampel, ey. Helft mir! Ich bin hier drin gefangen! In der eisernen Jungfrau! Den Hilferuf machen wir noch. Alter. Alter, eine Guillotine oder was, Alter? Die Kerkermeister haben mir diese Runen ins Fleisch gebrannt. Sie sagen, dass die Folter und dunkle Magie uns in dämonische Sklaven von König Leoric verwandeln werden. Was für lächerliche Lügen. Schmerzen. Unerträglich. Kann nicht denken. So hungrig. Meister! Ich hungere! Meister! Füttert mich!
Das war wohl der gequälte Behemoth. Die Schatte euch segnen. Ich war mir sicher, dass ich darin sterben würde. Mir kamen Gerüchte zu Ohren, nach denen es hier immense Schätze zu finden gibt. Und dumm wie ich bin, habe ich ihnen geglaubt. Weiß nicht, wie ich auf die Idee kam, dass sie vielleicht in einer eisernen Jungfrau sein könnten. Alles, an das ich denken konnte, als ich in der schrecklichen Dunkelheit gefangen saß, war, dass niemand jemals wissen würde, was mit mir geschehen ist. Du kannst ja von Glück reden, dass wir gerade hier vorbeikommen sind. Oh, musste mal husten. Wo kommt der denn her? Boah, Alter, habt ihr gesehen? Alter, what? Das könnte ich gleich noch einmal tun. Den da hinten lassen wir, wo er ist. So, wir werden jetzt da durchgehen und dann ist dann, denke ich, auch mal die Folge rum. Jawohl. Freunde der Sonne. Was für eine Runde. Oh, das ist, ja. Das war so ein richtig schöner Folterspielplatz. Fand ich ja cool, wa? Herrlich. Ja, das Spiel gefällt mir von Folge zu Folge, von Minute zu Minute immer besser. Das ist der Hammer. Warum habe ich nur all die Jahre so lange gewartet? Ich weiß es nicht. Egal. So, Freunde. Wir werden an dieser Stelle Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge hier wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss.